Problemele datorită arșiței și acestor diferențe de temperatură. Unsere Berechnungen zeigen, dass Hitze- und Temperaturschwankungen für einen Verlust von 20 bis 30% unserer jährlichen Gesamtproduktion verantwortlich sind. Solche Verluste infolge zunehmender Trockenheit sind in südlichen Breiten und im Tiefland sehr häufig. Die Hitzeeinwirkung an Tagen wie heute führt zu Feuchtigkeitsverlust im Boden, der eine erfolgreiche Befruchtung und anschließende Kornausbildung verhindert. Um diese Verluste zu reduzieren, denken wir über eine frühere Aussaat im Frühjahr nach. Wir erwarten, dass die Befruchtung bei früher blühenden und früher reiferen Sorten weniger risikobehaftet ist und dass diese Sorten besser mit dem Stress in heißen Sommern zurechtkommen. Als weitere Maßnahme möchten wir den Mais zur Zeit der Bestäubung bewässern, damit er feuchter ist und nicht so sehr unter der Hitze und Trockenheit leidet. Wir haben bereits begonnen, das Bewässerungssystem wieder instand zu setzen und hoffen gleichzeitig, dass es den Saatgutherstellern gelingt, die Toleranz gegenüber extremen Schwankungen von Hitze und Kälte und gegenüber Dürre und Krankheiten zu verbessern. Bewässerung ist nicht die einzige Lösung, um die Produktion zu verbessern. Die Saatgutproduzenten unterstützen uns mit ihrer Forschung und mit dürretoleranten Hybriden, die eine kürzere Befruchtungsdauer haben. In Dürrejahren haben wir gute Ernten bei frühen Sorten und in den Regenjahren bei späten Sorten. Am schönsten ist es, wenn wir nach einem Jahr harter Arbeit die Ernte vom Feld einfahren. Dann haben wir die Befriedigung, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Culege rodul muncii.